Hi Leute, heute wieder von draußen. Ich bin hier wieder an meinem oder an unserem alten Lager, sag ich mal. Und liegt noch ein bisschen Schnee. Das Wetter ist soweit ganz okay. Mal sehen, ob es Frost die Nacht gibt. Ich will heute erstmal ein bisschen Feuerholz noch sammeln und mir ein Lager bauen, zumindest vorbereiten zum Übernachten. Und ja, werden wir weitersehen, was wir heute noch alles schaffen. Morgen mache ich dann eine kleine Koch-Action mit der Axt. Und würde sagen, erstmal bis später. So, hier mal eine andere Art von Hobo. Das ist ein altes vom PC, ein Netzteilgehäuse. Alles ausgeschlachtet hier drinnen. Hier vorne ein Loch reingefräst. Hier ist eine Belüftung, also wenn man das Ganze kann man natürlich mit Holz feuern. Hier habe ich jetzt erstmal meinen Trank hier. Ja. Was ich jetzt nutzen will, damit ich ein bisschen Holz spare für heute Abend. Und will sie auch gleichzeitig mal mit dem Trankjabrenner testen. Und so sieht das Ganze aus. Ist zwar ein bisschen klobischer als die IKEA-Variante, aber ist auch nicht schlecht. Vor allem, wenn man... Ich habe das so gebaut. Moment, das kommt eigentlich andersrum. Kann man auseinandernehmen. Trankjabrenner rein. Und los geht's. So, das stellt man so vor sich hin. Und da kommt die Wärme schön Richtung Körper. Man kann auch ganz gut sehen, wie es brennt da drinnen. Und von der Seite schiebe ich dann einfach das Holz nach. Feine Sache, hier kann man jeder Art von Größe von Tassen bis zu Töpfen alles draufstellen. Mit dem Feuer muss ich bloß mal sehen. Hier unten habe ich keine Belüftungslöcher, ob das dann mit dem Holz auch ordentlich brennt. Ansonsten muss ich mir noch mal was einfallen lassen, ein paar Löcher reinbohren und vielleicht drei Füße dran bauen, dass das dann vom Boden weg ist. Wird alles noch getestet. Jetzt mache ich mir erstmal einen Kaffee mit meinem Trankjabrenner. Ja, das wollte ich bloß mal zeigen. Sehen wir halt mal eine andere Art von einem Hoboofen. So sieht's aus. Schon, sieht man fast gar nicht. Jo.
Also das Lager haben wir, das Holzlager ein bisschen aufgestockt schon. Schon ein bisschen was vorbereitet fürs Feuer machen, einen Untergrund fürs Feuer. Ein bisschen größeres Material, kleines Material. Hier, das muss ich dann alles noch ein bisschen aufräumen. Und ja, dann sehen wir weiter. Vielleicht hole ich noch ein bisschen Holz. In der Nacht ist es dann nicht so schön, noch Holz zu sammeln. Aber wenn es nicht reicht, ist es auch nicht so schlimm. Ansonsten muss das Dreibein dran glauben. Und hier habe ich auch noch einen kleinen Kanten und hier hinten habe ich auch noch ein bisschen was rumliegen. Von der Sache her hoffe ich mal, dass es reicht. Wenn nicht, so lange werde ich eh nicht schlafen. Also 3 Stündchen, 4 Stündchen wird es schon brennen und den Rest zitter ich mich warm. Ja. Habe ich gleich nochmal ein kleines Update gemacht von dem Schalter hier, weil es soll nämlich angeblich in frühmorgens dann regnen, laut Wetter. Frosch, und von daher habe ich jetzt hier vorsichtshalber nochmal eine Plane mit drüber gemacht, die das dann hier im Frühmorgen absaufe. Und außerdem ist es noch eine zusätzliche Isolationsschicht, wenn dann das Feuer brennt. Da wird das dann schön wieder zurückgestrahlt. Ja, nur für den Notfall. Also, zur Vorsicht, falls das Feuer ausgeht und ich doch ins Frieren kommen sollte, mache ich mir nochmal 1 Liter Kamillentee heiß und werde das Ganze mit dem Schlafsack nehmen, weil das lässt ja dann auch irgendwie Stück für Stück Wärme raus. Und da schlage ich 2 Fliegen mit einer Klappe. Also heißen Tee rein zum Aufwärmen, falls mir kalt ist. Und das Gerät kleiner mit in den Schlafsack rein. Denn die Wärme bleibt hier ohne ewig. Also wird in den Schlafsack mit abgegeben. Von daher denke ich mal, ist eine gute Vorsichtsmaßnahme, was Heißes dabei zu haben. Guti, bis dann. Also wenn ich immer im Schnee unterwegs bin, hat man dann meistens hier so einen Schnee drauf und den klopft schon mal schnell ab, weil man sich dann irgendwo hinsetzt oder gerade man nicht mehr läuft, werden die Füße nämlich ganz schön schnell kalt. Deswegen klopfe ich den Schnee immer runter oder streiche dann mit der Hand runter. Aber das merkt man jetzt bei den Temperaturen, wenn man sich nicht bewegt, sind die Füße einer der ersten mit, die kalt werden. Die Hände gehen jetzt zwar wieder, die Füße auch, weil ich jetzt gerade wieder Holz holen war. Aber so wenig wie möglich nass werden. Vor allem, wenn man dann in der Natur draußen schläft und dann in den Schlafsack geht. Also immer schön abklopfen den Schnee. Ja. Bevor es dunkel wird, noch mal ein kleines Video. Das werde ich vielleicht morgen noch mal zeigen. Ich muss noch mal Steine holen. Ich habe jetzt hier eine alte Fischdose hier unten aufgeschnitten, dass hier Luft rankommt. 3 Kerzen reingemacht. So eine Kerze hat ja an Wärmeleistung um die 30 bis 40 Watt. Also wären das hier so knapp 100 Watt. Wenn ich jetzt dort meinen Shelter abgedeckt hätte, mit der Plane dort drinnen geschlafen hätte, hätte ich das mal ausprobiert, wie viel das nützlich ist. Ich denke mal schon, dass bei so einem kleinen Schalter da bestimmt um 1 bis 2 Grad mehr möglich sind oder um 2 Grad wärmer ist. Sagen wir mal 1 Grad. Schon die fühlbare Wärme ist ja schon was wert. Okay, machen wir die Werbung weg hier. Dazu habe ich hier eine Dose. Die müsste man dann mit Stein füllen, damit die Steine die Energie aufnehmen und das Ganze sich besser, die Wärme besser verstreut und Stück für Stück dann die Wärme auch wieder abgeben, die Steine. Das stellt man dann hier so drauf. Also gehen wir mal davon aus, Steine hier drinnen. Das Ganze kann man natürlich gleich so machen, dass man den Deckel nicht ganz abschneidet. Da kann man das nämlich auch wieder zudrücken. Bei den Steinen ist eben halt natürlich immer wichtig, keine Quarzsteine, keine nassen Steine. Keine Feuersteine, die platzen sehr schnell
Da wird das kleine Ding hier zu einer kleinen Handgranate. Das ist nicht sehr angenehm. Ja, und daneben halt, jetzt habe ich hier mal von meinem Kochgeschirr so einen Deckel und dann legt man das oben drauf. Zündet die Kerzen an, also jeweils 30 bis 40 Watt so eine Kerze. Kommt immer drauf an, was für ein Material das ist. Und also es gibt ja unterschiedliche Kerzen oder unterschiedliche Wachsarten. Und sind dann eben halt insgesamt 90 bis 100 Watt, sage ich jetzt mal. Rund 100 Watt. Und ja, das kann man so vor sich hin brennen lassen. Ich weiß gar nicht, ich glaube 4 Stunden hält so eine Kerze. 3 bis 4 Stunden, vielleicht auch 5. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Und da hat man auf jeden Fall eine kleine Wärmequelle in einem kleinen Zelt oder einem kleinen Shelter. Man sollte natürlich dann immer aufpassen, dass man es nie dorthin legt, wo man sich gerade schlafen legt, dass man das Ding nie umhaut. Aber wäre eine Option, um es ein bisschen wärmer zu haben. Viel macht es nie aus, aber manchmal ist 1 Grad mehr Wärme Gold wert oder rettet Leben, in Anführungszeichen. Ja, bloß mal so eine Idee. Man könnte es noch ein bisschen anders aufbauen. Hier bloß mal eine Möglichkeit von mir. So, wir haben es jetzt 19 Uhr. Ich habe jetzt mal das Thermometer an den Baum gehangen. Da können wir dann gleich noch mal gucken. Ich hoffe, die Wärme kommt nie bis dahin. Dort hängt es, sieht man es, das Schwarze da. Mal sehen, könnte sein, dass es dort sogar noch ein Grad wärmer ist als überall ringsrum. So, holen wir mal das Essen runter. Das brennt mir mal an. Freue ich mich schon auf das warme Essen. So kalt ist es eigentlich gar nicht, finde ich jedenfalls. Bloß gut, dass man das Feuer hat. Macht schon Fetz. Na gut, es qualmt ganz schön. Also mein Atem. So, hier wieder mal mein Hauptgericht im Walde. Nudelspinazzi. Fängt ziemlich schlecht oder filmt ziemlich schlecht in Dunkelheit, obwohl die LED ziemlich hell ist hier, meine Kopflampe. Oh, ich werde jetzt erstmal was essen und dann hören wir uns sicherlich nochmal. Meine Frau war auch gerade begeistert, dass ich doch im Wald bleibe. Die machen sich ja dann immer Sorgen, naja, wie es halt so ist. Ist ja berechtigt, aber wird schon nicht passieren. Feuer hält die Tiere fern und hält mich warm. Von der Sache her ist eigentlich alles bestens. Ich habe es vorhin schon mal ein bisschen knacksen hören im Walde. Und sonst ist eigentlich ziemlich alles ruhig. So ein paar Tierspuren hier ringsrum. Ja, der Hauptweg ist ein bisschen weiter hinten von den Tieren, von den Rehen meistens. Ja, ich denke mal, da wird schon nichts passieren. Und Rehe essen selten Fleisch, also durfte ich das überleben. Mal sehen, wenn ich so ins Bett gehe, ich werde mal ein bisschen Feuerchen machen erstmal, schön großes warmes Feuerchen. Dann mache ich mir noch ein Glühwein. Ja, nur mal sehen. Ich habe leider nichts zu lesen mitgenommen. Ich kann es vergessen. Aber das ist auch nicht so wild. Dann gehe ich bei Zeit ins Neste, bei Zeit morgen wieder raus und dann kann ich morgen noch ein bisschen was machen. Genau, zum Beispiel das Axt kochen. Da freue ich mich schon drauf. Da wurde ich nämlich eingeladen oder getaggt von Sparlon Johns, Dennis. Der hatte mich getaggt, das ist schon über 2 Monate her, das ist ein bisschen verspätet alles. Und Benedikt, Ben Buschkraft, hat er mich ebenfalls noch mitgetaggt und
Das Video bin ich denen noch schuldig. Ja. Und ja, die zwei sind schon richtig coole Kerle, sag ich mal. Kennen uns schon eine Weile. Also über YouTube. Leider noch nie live gesehen. Die Jungs. Und die haben echt gute Kanäle. Werde ich auch nochmal verlinken. Dann unter dem Video. Schaut ihr euch mal an. Echt sehr interessant, was die Jungs so machen. Die haben doch echt Ahnung von der Materie. Ja, werde ich erstmal ein bisschen weiter essen. Und erstmal sowas ans Feuer schmeißen. Ach ja, wenn ich den Glühwein dann noch mache, möchte ich ja dann auch noch den Tee machen. Der kommt dann mit ins Schlafsäckel. Und falls mir kalt wird, habe ich was Warmes zu trinken. Bis dann erstmal ein Stück weiter weg vom Baum. Aber wir haben es jetzt gerade, Moment, 0 Grad. Kriegt das die Kamera rein hier? Blendet ein bisschen. Also ist nicht viel weit weg. Vielleicht können wir noch ein Grad abziehen. Aber es ist schon angenehm. Es geht also in der Bude dort im Shelter. Das ist wie eine Sauna jetzt. Also es ist schön warm. Also geht schon. So, Glühwein ist fertig. Erstmal Prost. Auf alle, die hier zuschauen. Boah, blendet das Licht. Furchtbar. Ja. Wir haben es jetzt im 8. Grad. Also Temperatur brauche ich jetzt nicht nochmal messen. Schätzen wir, sind immer noch um die 0 Grad. Ja, ich werde so gegen, also in 2 Stunden so dann ins Bett gehen, nehme ich mal an. So um 10. Das reicht zu. Bei solchen kalten Bedingungen eben halt nochmal ein kleiner Tipp. Also normalerweise kein Alkohol trinken. Das entzieht dem Körper viel Energie. Außerdem muss man dann meistens öfters in der Nacht raus auf Toilette. Weil wir gerade bei dem Thema sind, bevor man ins Bett geht, also in den Schlafsack, soll man vorher nochmal auf Toilette gehen, weil der ganze Urin, das ganze Wasser, was in der Blase ist, muss der Körper zusätzlich Energie aufwenden, um das warm zu halten. Und dadurch verbraucht der Körper mehr Energie. Demzufolge ist man schneller ausgekühlt. Von daher ist es sinnvoller, wenn man vorher nochmal auf Toilette geht quasi. Ja. Also dann nochmal Prost. Schön dolle. Wir haben jetzt 9:30 ungefähr. Jetzt haut es richtig runter, das war so als Regen angesagt haben. Schneit's runter. Die Flocken sind auch ziemlich klein, also es müssen schon ein paar Grad minus sein. Oh, das Thermometer hänge ich jetzt nicht extra nochmal auf. Ich nehme an, es sind bestimmt so um die 4 minus oder so. Aber ein Feuerchen ist schön warm. Heute eben war hier im Holzlager eine kleine Maus. Schon wie im Sommer gewesen, nee, im Frühjahr, im Mai, wo ich übernachtet habe. Die Maus, die im Hobo-Ofen saß, und die krabbelt jetzt hier auch wieder eine raus. In dem Moment hat natürlich, wollte gerade meine Kamera schnappen, meinen Schatz angerufen. Das ist natürlich Pech. Aber wieder niedlich, wenn mit der Taschenlampe so, was die Mäuse wahrscheinlich überhaupt nicht stört, die so anleuchtet, wie die oben, die kleinen Kohle oben dann leuchten, das ist schon niedlich. Ich würde es wohl immer hier ab und zu noch ein bisschen kratzen, aber ich sehe sie nicht. Ah, da ist sie. Da. Hey, Schwuppsbeck war sie. Ich weiß nicht, ob man es sehen konnte. Da hinten läuft es wieder.
Ja, jetzt ist er aus dem Shelter raus. So, jetzt habe ich nochmal für das Feuer ein bisschen vorgesorgt. Schon was daneben gelegt, wieder zum Trocknen. Dass ich es dann bloß mit einem langen Stock reinschieben brauche. Muss ich ihn erst aus dem Schlafsack dann raus. Hinten habe ich noch ein bisschen Birkenrinde hingehauen. Das brauche ich dann bloß noch über Nacht drauf werfen. Also muss ich dementsprechend ohne aus dem Schlafsack raus. Und zur Not habe ich dort noch ein bisschen was.